Hallo Aktienfreunde, heute habe ich wieder ein paar Dividenden-News für euch. Und zwar erhöhen folgende drei Aktien die Dividende. Fangen wir an mit dem britischen Tabakkonzern Imperial Brands. Diese Firma steigert die nächste Zwischendividende um ca. 1,5%. Die Zahlung wird hier auf zwei Termine aufgeteilt, und zwar ca. Ende Juni und Ende September 2023. Dann der US-Gesundheitskonzern Cardinal Health erhöht die Quartalsdividende um ca. 1%. Gezahlt wird hier am 15. Juli 2023. Dann noch der Chemiekonzern LyondellBasell. Diese Firma hebt die Quartalsdividende um ca. 5% an. Der nächste Zahltag ist hier am 6. Juni 2023. So, das war's dann noch wieder mal. Zum Schluss noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, dann macht's gut, bis zum nächsten Video.